Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Auf der Jagd mit Karl. Let's Play The Hunter 2016. Wie ihr seht, sind wir schon wieder auf Waldeboa und zwar wieder im Gebirgsteil. Das ist eine ganz, ganz lustige Sache. Kennt ihr das, wenn man einfach mal Lust hat auf irgendwas zu machen, zum Beispiel ja, Alpensteinbock hier in Waldeboa und genau in der nächsten Woche veröffentlicht Expansive Worlds eine neue Tierspezies, die sich genau dort, wo der Steinbock zu finden ist, auch niederlässt. Tja, dann sind wir genau im gleichen Film. Und zwar gibt's jetzt ganz neu, ganz frisch neben dem Steinbock hier oben auch das Alpenschneehuhn zu finden. Ja, was gibt's zu den Alpenschneehuhn zu sagen? Ja, ist eine Art Typ. Oh. Ist eine Art Hühnchen mit Federn, einem Schnabel, zwei Beinchen und Flügelchen. Ich weiß nicht, ob die fliegen können, aber ich bezweifle es ganz stark, weil Huhn drin ist. Ich kenne es von meinen Hühnern. Die sind also von meinen ehemaligen Hühnern. Ich bin ja umgezogen. Ich komme vom Bauernhof. Oh. Die konnten nämlich nicht so gut fliegen. Ja, genau. Ich habe gar nichts gemacht und Tracking Skill Level 3 erreicht. Sehr gut. Worauf wollte ich hinaus? Ah, genau. Wenn die versucht haben, übers Zäunchen zu fliegen, haben sie es verkackt. Meistens gegengeflogen, abgestürzt. Ja, und wie man das als Kind so macht, Hühner in die Luft werfen und gucken, ob sie fliegen können, funktioniert auch nicht so gut. Na gut, darauf will ich gar nicht hinaus. Ja, stimmt nochmal, das Huhn sieht vielleicht so ein bisschen aus wie Zwerghühner oder auch hat ein bisschen was von Wachteln. Was ich jetzt auf den Bildern gesehen habe. Ja, und das ist heute unser Ziel. Also ich hoffe, dass jetzt die erste Folge der Aufnahme sich darum drehen wird. Und dann die zweite, dass ich dann mal ins Tal gehen kann in Waldeboa und mal da ein bisschen was anderes jagen kann. Damit meine ich Rothirsch, Reh, alles was ihr sonst noch so gibt. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht zu sehr, dass diese Folge schon wieder in den Alpen spielt. Finde ich aber ganz nett. Ich finde, das ist ein schönes Gebiet. Da kann man sich wunderbar bewegen, schön jagen. Mal schauen, ob wir heute eines dieser mysteriösen kleinen Hühnerviecher, nenne ich sie jetzt einfach mal, zu Gesicht bekommen. Kann ja nur vielversprechend sein. Neue Spezies, das klappt ja normalerweise immer bei mir. Ha, nicht. Genau, und mit was dürfen wir das schießen? Natürlich Pilkington, Bogen, Armbrust. Das ist natürlich alles so ein Zeug, womit man die Alpenschneehühner ja, erlegen darf. Ich habe jetzt aber das Luftgewehr mit einem 22er Kaliber rausgesucht. Das ist nämlich auch möglich. Einzig und allein habe ich das jetzt gemacht, wegen der Distanz, die dieses Gewehr schießen kann. Und auch wegen dem Zoom drin. Das ist am angenehmsten. Na gut, das müssen wir halt ausloten, immer 50 Meter, dann können wir schießen. Aber das sollte kein Problem sein. Und falls wir irgendwas anderes begegnen sollten, habe ich noch die 3030 in der Lone Star Version mitgenommen. Ja, nicht gerade die beste Waffe. Sieht zwar wunderschön aus, ne, aber mir gefällt sie persönlich nicht so. Aber wat mut dat mut. Da hilft kein Weg dran vorbei. Und wir werden das schon hinkriegen. So, habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, wollte ich immer meine Anmoderation schon immer mal sagen. Wenn ihr eine Waffe sehen wollt unbedingt, wenn ihr eine Tierart unbedingt sehen wollt, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, zum Beispiel Ansitzbärenjagd oder irgendwas in der Richtung, sagt einfach Bescheid. Dann werde ich das einrichten. In der nächsten Woche. Hoffentlich, bis zur nächsten Aufnahme. Wenn nicht, dann bis zur übernächsten Aufnahme. Aber das werden wir ja sehen, wenn sich da einer mal meldet. Gut, das habe ich gesagt. Was Neues? Achso, mittlerweile sind die Sommer-Events wieder aufgetaucht, das heißt zusätzliche Events für Rothirsch und andere Tierarten. Es kommen auch wieder weitere Items in Sale, was ich jetzt gesehen habe, das Objektiv, das ich mir teuer zugelegt habe, das Objektiv, Spektiv. Ja, egal. Dieses 16 Mal noch was Fernrohr, das ist verbilligt worden. Wäffchen sind auch ein paar verbilligt worden. Und mir ist aufgefallen, es gibt eine neue Waffe im Shop, die man allerdings nicht kaufen kann. Die hat ein 340er Kaliber. Sieht sehr interessant aus, die würde ich gerne haben. Leider kann man sie nicht kaufen.
Wahrscheinlich ist es wieder so eine extra Waffe für das Paket nächsten Jahres. Das heißt, war da 2017 auf CD, DVD, CD, CD. Ja, ansonsten gekleidet immer wie immer schlecht für die Alpenwelt. Aber soll jetzt nicht stören. Brutus habe ich auch daheim gelassen. Der muss hier nicht rumkläffen, während ich hier umherziehe. Und ja, damit hätten wir es eigentlich soweit geschafft, ne? Ja gut, dann begebe ich mich mal auf die Suche nach diesen sogenannten Kampfhähnchen. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir ein paar schöne. Dann können wir einen Bräuler machen. Bräuler. Jetzt helfen wir das Wasser um uns zusammen. Gut, gut. Jo, habe ich was vergessen? Nee. Achso, falls euch wundert, warum Dark Souls oder Far Cry Primal die letzten 2 Tage nicht gekommen ist. Meine Eltern haben mich zufälligerweise überrascht und haben mich besuchen bekommen und da hatte ich jetzt deswegen keine Zeit. Tut mir leid deswegen. Ich hoffe, ihr versteht's. Gut, jetzt habe ich aber alles. Gut, ich begebe mich auf die Suche nach diesen Hühnchen und wenn ich welche gefunden habe, bin ich sofort wieder für euch da. Also, bis gleich. So, Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Männlichen Alpensteinbock. Auf über 100 Meter entfernt. Das war die falsche Waffe. Ich habe mich auch schon umgeguckt. Hier in der Nähe sind keine Alpenschneehühnchen zu erkennen. Deswegen schnappe ich mir den mal kurz. Was so auf dem Präsentierteller liegt, ne, kann man nicht verschmähen. Oh ja, wieso rennt er hoch? Gut. Ja, okay, das heißt, wir müssen hochklettern. Na, wunderbar. Vielleicht hätte ich mir das mal markieren sollen. Das wäre natürlich schlauer gewesen. Ich glaube, hier kommen wir auch hoch. Aber Rennen ist so viel. Rennen ist so viel. Obwohl, wir haben gerade geschossen. Das ist eigentlich egal, ob wir rennen oder nicht. Ah, sowas kann ich mir doch nicht ergehen lassen. Einfach ein Steinböckchen ausschalten. Schöner geht's doch gar nicht mehr. Kaum angefangen, schon was über den Weg gerannt. Darum sieht man schon. Schnell, einfach, ohne Komplexität. Ich wollte euch nur mal schnell vorbeiholen. Und hab's jetzt auch beschleunigt, weil das nicht unser Zielwild ist. Deswegen sammle ich das schon ein, dann kann es auch weitergehen. Trophäen, Schuss wird es auf jeden Fall nicht. Der ist ja noch relativ klein. Würde man schätzen, so 180er Score vielleicht. Ja, 100, hätte ich doch lieber 160 gesagt. Mist. Linke Lunge, Schuss. Gut, Verletzungszeit 5 Sekunden ist jetzt nicht so schlimm. War auch ein, ehrlich gesagt, etwas blöd angesetzter Schuss, so schön ein bisschen von der Seite her. Ist im Normalfall nie gut. Hätten wir voll in die Flanke erwischt, hätten wir wahrscheinlich beide Lungenflügel erwischt. Und dann wäre es um ihn sofort geschehen gewesen. Aber so, keine Chance. Aber das ist auch ein Nachteil der Waffe. Ich finde, die hat nicht so eine große Durchschlagskraft. Also die, ja, es hieß nicht gut. Also, meines Erachtens. Es gibt viel bessere Waffen. Aber gut. Das soll nicht heißen, dass wir sie nicht verwenden. Mal hat man Lust auf diese Waffen, mal hat man Lust auf diese Waffen. Und da ich die schon lange nicht mehr hatte, habe ich die einfach mitgenommen. Gut, soviel dazu. Ich werde weiter nach den Alpenschneehühnern suchen. Und wenn ich welche gefunden habe, oder irgendwas anderes, was sich gerade so ergibt, bin ich sofort wieder für euch. Hallo. Nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Einer der schönsten, die ich seit langem gesehen habe. Würde er hier vollkommen runter... Ich probiere es einfach. Ich hoffe, er fällt vollkommen runter. Andernfalls haben wir ein Problem. So, beruhige ich mal kurz. Oh no. Arschloch! Arschloch! Wo will der denn hin? Ah gut, da unten sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn er stehen bleiben würde. Der will doch eigentlich echt runter. Nein, ach komm! Nein! Wo rennst du hin? Ich hab dich voll erwischt!
Was? Den habe ich doch volle Pulle erwischt. Und jetzt ist er weg. Scheiße. So ein Dreck aber auch. Den habe ich voll erwischt. So ein Wichser. Ein kleiner dreckiger Lump. Vera bis. Ja, der wäre bis runtergerutscht. Bis da unten hin, Vera. Ein Arsch, ey. Ist das ein Arsch? Ja, da seht ihr, warum ich die Waffe nicht leihen kann. Auf größere Distanzen ist nur Durchschlagskraft halt eine Mangelware. Deswegen haben wir den auch nicht so schön erwischt. Ah, das war ein riesen Vieh, hat er auch mindestens 240. Also, boah. Ich dachte schon wieder, ich hätte mir da was eingebildet, aber da war tatsächlich was. Da hoch werden wir ganz, ganz schlecht kommen. Wie da stand ich. Oh, der zweite Schuss ging irgendwo in den Dreck. Das war auch nochmal so der Höhepunkt des Ärgers. Naja. Passiert, kann man nichts machen. Nee, hey, sag mal, Nachladen wäre vielleicht nicht schlecht. Gut, gut. Jetzt begebe ich mich aber wirklich weiter auf die Suche. Und sollte ich was Neues für euch finden, also Alpenschneehuhn technisch, bin ich sofort wieder für euch da. Also bis gleich. Also bleibt dran. Entschuldigung. Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Aber ich höre leises Getappel. Ja, zumindest habe ich es gerade gehört. Es kann sein, dass wir hier gleich Besuch bekommen. Gehen wir besonders leise vor. Mal schauen. Ganz, ganz leises Getappe. Das kann nicht von einem Steinbock sein. Warte mal. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich habe da ein echt gutes Gefühl bei. Muss ich schon sagen. Und mir fällt gerade erst auf, wie hässlich diese Grastexturen vom Nahe aussehen. Das ist ja schrecklich. Igitt! Ich kriege hier durch einen Fall von Augenkrebs. Komme ich auf die Steine? Ja, komme ich. Haha! 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 Wow, wie kann ich das? Da sind sie tatsächlich. Na, schauen wir doch mal, was wir da haben. Männliches Alpenschneehuhn. Bin ich gut. Die sind ja winzig. Na, okay. Also stimmt es. Die bewegen sich in kleinen Gruppen. Das sieht aus wie ein weibliches Tier. Hey, ihr Säcke. Da vorne ist noch eins. Schauen wir mal, auf welche Distanz wir das haben. 56 Meter. Gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal, kriegen wir das schon rein? Da müssen wir aber gut zielen.
Alter. Der zieht sehr nervös, das macht sich echt nicht. Ein kleines Stück ran hier auf den Stein legen, damit wir es sehen. Hey, du Sack. Wo willst du hin? Ah! Kleinviehzeuge, ich fass es nicht. Jetzt liege ich hier im Dreck und das eins. Ich wiederhole mich, da war eins. Ah gut, die müssen ja daran vorbeiziehen, also von daher denke ich mal. Ah, es hört sich auch sehr nah an. Hey, du Sack! Links bleibst jetzt mal stehen, du Arsch. Oh, die können fliegen. Okay, das wäre dumm, jetzt das aus der Luft zu holen. Weil damit zeigen sie uns den Weg, wo sie hin wollen. Okay, die fliegen weiter in den Wald rein. Gut, soll mal recht sein. Habe ich kein Problem mit. Können sie gern tun. Wir haben auf jeden Fall unser erstes Alpenschneehuhn erwischt. Ganz easy. Haben 2 Schüsse gebraucht. Ein Glück hat das Luftgewehr keine große Schreckwirkung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann gehen wir rund weiter runter in das kleine Wäldchen. Da sollten wir den Rest der Truppe finden. Geht gut los. Geht gut los. Na dann schauen wir doch mal. Müssten. Ja, keine Ahnung. Männlich ist. Tatsächlich männlich. 517. Na, Trophäe. Score von 17 auf. Mann! Score von 517. Halbes Kilo. Also wirklich nicht wirklich groß. Wo kommt die Sonne? Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Okay. Ah ja. So, jetzt komm du mal her. Ups, die falsche Taste natürlich wieder gedrückt. Da ist es doch, das Sackvieh. Sackvieh sei schon. Drecksviecher. Hört man es ganz sanft hin und her stapsen. Oh, wenn ich dich sehe, du. Da ist auch noch eins. Ich bin umgeben von ihnen. Oh, die Chiepsen sogar. Ist das knuffig? Die sind ja putzig. Wo bist du? Da irgendwo bist du. Da ist auch eins. Na, sag mal.
bin umgeben von denen. Sie haben mich umzingelt. Ich muss meinen Weg freikämpfen gleich. Na, wo kommst du her? Ich hoffe, ihr hört das auch. Das Getapse. Na, kommst du nur her oder was wird das da? Das macht den total kirre, ey. Da ist eins. Hey Leute, da bin ich wieder. Falls ihr euch fragt, was gerade passiert ist, statt auf Krieg zu gehen, bin ich auf die Zurück zu Windestaste gekommen. Das könnt ihr euch denken. Ja, Vohanta hat sich minimiert, abgestürzt, wegen Traps offen. Bam. Enderliende. Aber gute Neuigkeiten, wie ihr schon sehen könnt, direkt vor uns sind Alpenschneehühner! Jawoll, gar nicht mal so wenig. Man muss sich ein artiger Junge gewesen sein. Was? Hat sie angehört wie einer von Animal Predator. Die machen auch Geräusche. Interessant. Lustig, dass jetzt auch noch ein Sternbock dazu gekommen ist. Wir müssen definitiv näher ran. Und vom Steinbock dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Andernfalls, ja. Ist die gesamte Mühe umsonst. Aber schon geil, dass wir diese sofort wiedergefunden haben. Oh, da ist ein großer, schöner, richtig schön dicker, fetter. Wir haben noch so ein paar kleine Bugs. Das ist doch ein Arschloch! Jetzt sind die entfernt. Uhuhu! Das übersteigt maximal unsere Reichweite. Scheiße. Ja gut, so sensibel dürfte die eigentlich jetzt nicht sein. Dass wir da nicht ein bisschen näher ran dürfen. Ist ja nur zu ihrem Besten. Ja, langsam wird's. 50 Meter, dann ist ausreichend. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo der Steinbock hin ist. Da hat er sich gerade gemeldet. Der nächste ist 75 Meter dran. Das heißt, nochmal um 33% verkürzen. Denn das wird vollkommen ausreichend sein, da schön wie die hin und her museln. Also, dass wir so viel Glück haben, sofort hier ein paar zu finden, das ist aber. Jetzt können wir ordentlich mal spotten ein bisschen hier. Das ist die olle Klucke. Da ist der große, fette.
Oh, mega, die Bugs mit den Schatten und so. Ich weiß gar nicht, ob es dafür schon Crawler gibt. Oder ob es dafür überhaupt Crawler geben kann, gibt, geben wird. Da ist der Kleine, da ist der Kleine. Oh. Also auch wenn das jetzt nichts wird, hier mit ein paar zu schießen, haben wir auf jeden Fall schon ein paar sichten können. Wo lauft ihr denn hinten? Das ist schon gemein, ne? Also ich gebe mir ja allergrößte Mühe, euch zu folgen. Und ihr tretet das einfach mit Füßen. Finde ich nicht in Ordnung. Oh ja. Da ist einer perfekt und vor allem auch noch alleine. Den schnappen wir uns jetzt mal. Ey, ja, ist das ein blödes Drecksvieh. Mist. Ja. Also, habe ich jetzt... Ich war zu hochgeschossen, ne? Ist das eine doofe Waffe? Ist das eine blöde Waffe? Die schießt wunderschön im Bogen, muss man schon zugeben. Allerdings auf 50 Meter trifft das Ding super. Näher ist scheiße, weit entfernt ist scheiße. Das Ding ist scheiße. Hahaha. Bist du tot? Nee, du bist nicht tot. Okay, das Gute ist, sie sind noch da. Sie sind noch da. Allerdings ist jetzt die Frage, wo genau ist da? Vielleicht sollte ich mir für sowas echt mal die Pilkington zulegen. Obwohl ich immer noch meine, dass es eine ziemlich einfache Waffe ist. Also meines Erachtens ist es zu einfach. Da kann jeder Vollidiot was treffen auf große Distanzen. Hey, was liegt denn da rum? Hey! So, wenn wir jetzt... Nein, 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 nein! Sind die weiter nach da geflogen? Ja, sehr gut. Okay, ich sehe sie noch. Die schnappen wir uns jetzt. Das haben wir auch im Vibe. Wow, sind hier viele! Vor allem, warum hat sich das Tier nicht bewegt? Ich habe das erst abgeschossen und... Okay, noch ein männliches Tier. Hat diesmal 552, das heißt, wir haben irgendwie... Hä, hey, wieso habe ich jetzt erst offiziell das freigeschalten? Hey! So haben wir nicht gewettet. Und vor allem, wo ist mein Weibchen hin? Da liegt's doch. Ich bin doch so blöd. So, schauen wir nochmal... Okay, also scheinbar macht es hier keinen Unterschied, ob wir ein männliches Tier oder ein weibliches Tier erlegen. Es bringt beides gut Score und hat einen guten CSS. Ja, CSS. Schauen wir mal, wo sie jetzt hin sind. Weil sehr zurückhaltend sind die nicht gerade, ne? Das Ding lag gerade direkt vor meiner Flinte, ne? Da ist wieder eins. Auf gerade in die Richtung. Ah, holen wir auf die Knarre raus. Wir sollten die schon ohne Probleme sehen.
so zutraulich wie die sind, ey. Das ist ja ein wahres Schmankerl. Na, wen haben wir denn da? Das ist ja wie Tontauben schießen. Also, falls ich frage, warum ich die ganze Zeit voll nachlade, das mache ich, weil mir der Nachladesound so gut gefällt. Einen anderen Sinn hat das einfach nicht. Und da liegt das nächste Tierchen. Oh. Lol, wieso fliegen wir jetzt? Wieder 05er. Alles das gleiche. Na, wo seid ihr denn? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Also, okay, am Berghang die zu kriegen ist schon ein bisschen schwieriger. So, hier müssen irgendwo welche sein. Dieses blöde Pieps hört man wunderbar. Wie sind die noch? Also das ist ja, wenn man mal welche gefunden hat, dann hat man ja gleich 20 davon. Nein, also 20 ist übertrieben. Also ich kann echt dazu nur sagen, das ist eine der leichtesten Beuten, die man hier sich so ausruhen kann. Wenn jetzt nicht gerade so blöd am Berghang stehen, ne, und wenn man schön von oben runterschießen kann, leichtestes Spiel überhaupt. Weder flüchten die vernünftig, noch mal irgendwas anderes. Da. Das nächste, die sind zwar mega schwer ausfindig zu machen, ne? Und wenn man mal welche hat. Und man kommt ein besonders fetter mal angelaufen. Das Blöde ist, die sind halt immer in Bewegung. Mist daneben? Naja. Ah, ich denke mal, eins machen wir noch. Beim nächsten, dann kann ich diese Folge getrost beenden. Dann habt ihr auch mal. Ja, beim nächsten, ne? Da fliegen sie wieder weiter, ey. Das ist einfach lächerlich. Das ist doch kein Jagen hier. Das ist wirklich Tontraumschießen, wenn ich das mal so sagen darf. Die setzen sich dann irgendwo hin und ja, lassen sich abschießen oder was. Das ist doch auch nicht Sinn der Sache. Ich weiß auch nicht, welcher gescheite Kopf da wieder eingefallen ist. Ach, wir brauchen mehr Federvieh. Na gut, das ist aber irgendwie natürlich. Oh, hi. Dich habe ich gar nicht gesehen. Sorry, Bro. Na, richtig mal kalt. Wow, was ist das denn? Das ist doch kein Jagen.
Das ist schwach, das ist ganz, ganz schwach. Also, ein bisschen Komplexität hätte ich schon noch hier drin. Da, guckt euch das an. Gucke. Ei. Die sitzen direkt vor ein. Die gucken mich nicht mal an. Und puff. Sie sind down. Also jetzt mal ehrlich, schreibt mir mal echt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde das irgendwie schwach. Das ist Massenabfertigung hier oder was? Ist das für die Leute, die nicht darauf klarkommen, dass sie kaum Tiere finden und sowas, weil sie sich zu doof bewegen oder irgendwas? Wenn ja, dann sollen sie einen Arcade-Modus einführen, wo alle 2 Sekunden hier dem Typen Tiere über den Weg laufen. Also nicht. Ja, hier, guckt euch das an. Guckt euch das doch mal an! Das ist doch. Ups, was war denn das? Und hier, wenn die alle flüchten, die fliegen so lahmarschig, ne? Die mussten hinterherlaufen. Ja, hier. Spotting Skill Level 2. Da unten fliegt er jetzt hin, den sieht man immer noch übrigens. Und da unten wird er jetzt landen. Sehr, sehr schwierige Jagd. Ganz doll schwierig. Naja, egal. Gut, das reicht an dieser Stelle mit dieser Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge unten im Tal wieder treffen, wo es hoffentlich etwas anspruchsvolleres Jagdwild gibt. Und ja, dann sage ich mal, oder soll ich vielleicht noch was zum Tier sagen? Ja, eigentlich habe ich jetzt schon alles gesagt, was man sagen kann. Relativ klein, schwer ausfindig zu machen, obwohl die andauernd piepsen und die Schritte hört man auch schon bei 50 Meter teilweise, was ich auch echt lächerlich finde. Man kann es nur übertreiben. Noch offensichtlicher und die hätten ein riesen Neonschild über sich. Hier bin ich. Nee, und Jagdmethode, ne? Die setzen sich auf den Boden, hocken dann 5 Meter weit von wieder weg und du brauchst nur noch abzuknallen. Das ist doch kein Jagen mehr. Das ist ja schwach. Also, das finde ich jetzt ein bisschen peinlich. Hätte ich mal doch lieber bei Steinbock geblieben, ey. Naja, vielleicht ändert sich das noch in kommenden Patches. Auf jeden Fall so viel zu meiner Meinung davon. Da, genau, das meine ich. Oh jo. Warte, nee, 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 nee. Schauen wir doch mal. Wo könnte das Tier sein? Oh, 10 Meter von mir ist es entfernt. Es sitzt einfach da. Es sitzt da. So, machen wir mal ein Selbstexperiment. Gucken wir mal, wie nah wir rankommen. So. Jetzt sind wir schon. Oh, 7 Meter? 9. Guck mal, es tut so, als wäre ich gar nicht da. So, jetzt sind wir vorbei. 7 Meter. Ich bin nicht da. Oh. Es hat ein paar verbuggte Animationen. So, und jetzt hole ich mein Spotting-Scope raus. Einfach, um es mal zu demonstrieren. Wow. Es war super, um sich das Tier anzugucken in Ruhe, ne? Aber irgendwie, da fehlt. Da! Schaut euch das an! Da läuft das nächste einfach rum. Da läuft das nächste einfach rum. Okay, mal gucken, wie wir weit vorankommen. Oh, bei 5 Meter, da hat sich's dann schon mal gedacht, ja. Genau. Und guck mal, das andere bleibt einfach stehen. Guck mal, ja, legen wir einfach mal an. Oh, daneben. Was? Fliehen? Ich halte davon gar nichts. Oh nein, das, er hat mich erwischt. Also, das ist irgendwie schwach. Das ist richtig, richtig schwach. Ich bin nicht überzeugt. Wir sind in der Hocke bis 5 Meter an das Tier gekommen. Und es hat uns nicht mal angeguckt. Nicht mal angeguckt. Puh. Oh, eingesammelt. So, jetzt habe ich meinen Frust abgelassen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht zu schnell ausgeschalten. Und das Ende ist einfach. Hallo! Das nennt ihr Jagdwild! Das nennt ihr Jagdwild! Gut, wir treffen uns in der nächsten Folge im Talkessel wieder und hoffen auf eine bessere und anspruchsvollere Jagd als das hier.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei bei Let's Play Wander 2016 auf der Jagd mit Karl. Morgen schießen. Alles klar. Bis dann.